über 3 Jahren bei Mind. Das ist für die Mind-Geschichte schon ganz schön lang. Es geht. Und arbeite seitdem im Producing, mittlerweile als Head of Producing. Ich bin eigentlich in allen Projekten mit drin. Frag mich nach irgendeinem Projekt, ich weiß darüber Bescheid. Projekt Nummer 1625, war was? 1625, das war von den DAD-Videos das 12. Das waren die Projektnummern 1614 bis 1625. Und das letzte war zum Thema DAD, Erasmus Plus strategische Partnerschaften. Würdest du sagen, Organisation ist so deine Stärke oder nicht so? Kann ich. Das Projekt, was ich da gerade auf dem Tisch habe, das wird Disney. Ja, das kommt schon ziemlich nah dran. Krass Pixar-mäßig bewegt sich da alles. Ziemlich viel davon wird Frame-by-Frame-Animation. Das Ganze aber noch kombiniert mit Realdrehmaterial. Das heißt, wir müssen immer coole Transitions finden, wie der Animationspart in den Realpart übergeht und umgekehrt. Also eigentlich ist es ein harter Cut. Also wir sehen den Glow und dann wird es wieder hell. Mhm. Und dann sehen wir wieder ihr Gesicht. Und ich würde auch sagen, die Umgebung ist auch ein bisschen heller, weil es ist ja irgendwie der frühe Morgen oder sowas. Was wir jetzt machen, ist das Storyboard scribbeln, damit wir nicht nur die textlichen Beschreibungen haben, sondern uns das Ganze auch schon bildlich vorstellen können. Einerseits für uns, andererseits für die Kunden auch schon zu diesem Schritt der Produktion. Und später wird dann natürlich jede Szene reingezeichnet und animiert. Guckt, ich weiß nicht, wie das Grace Anatomy von damals oder so. Zum Teil so im Raum, dass man es zum Beispiel so angehen könnte, dass man die Szenen erstmal real abfilmt und dann nachscribbelt, damit die Körperbewegungen von jeder Ansicht cool aussehen. Sag mal, wie ist die Körperbewegung? Zeigen? Ja. Sag doch mal. Die Körperbewegung, Mann. Die Körperbewegung der Characters. Ja, also. Du Assi. Ich bin gerade auf dem Weg in die Tafelrunde, unser Meetingraum, wo gleich der Masterkurs der Uni Mainz hinkommt. Und ich hoffe, es wird interessant für die Studierenden. Ja, schön, dass ihr da seid. Vor 5 Jahren war eigentlich die erste Gründung, hat angefangen, so richtig Start-up-like im Inkubator der Goethe-Uni. Ja, dann so vor 2 Jahren sind wir auf über 50 Mitarbeiter gewachsen. Wir haben hier 5 Leute ungefähr in der Beratung, das heißt Sales, 45 insgesamt, Design, Sound, Schnitt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. So, I will just post you the presentation. You can look into the video examples. Let me know whether you change your minds. If not, we will tell the clients that we are fine with their choice. We're gonna take, you decide, Alina, about the actor and stuff. And we will just define, okay, for example, this shot will take like 3 seconds or something like that. And the guy will do this and that movement. Then put it in the final design. We export, put it in After Effects, make all this kind of gradient stuff. And our next goal is just to have one final looking animated scene. Ich weiß gar nicht, wer die angebracht hat, ehrlich gesagt. Ja, doch, die Olli hat doch gesagt, sie ist auf dem Tipp, echt? Ja, rumgekraxelt, ja. Hier hat heute keiner Geburtstag, deswegen wird langsamer Zeit, dass wir die Girlande abhängen, weil wir hier auch arbeiten. Die wird natürlich aufgehoben für den nächsten Geburtstag, aber Kuchen muss man schon mitbringen, sonst. Kuchen ist geil. Kuchen ist Beste. Kuchen ist Beste. Ja. Wir sind auf dem Weg in einen Termin, aber auf dem Weg kann man hier nochmal schauen, was es zu essen gibt. Jonas, was gibt's? Brot. Bei Mind kann man sich gut beschäftigen, wenn man so früh dran ist. Manche kickern, manche spielen Klavier. Wenn ich nicht bei Mind bin, das ist ziemlich wenig Zeit. Ich mache sogar auch Urlaub und zwar bald und deswegen plane ich meinen Chile-Urlaub, wenn ich nicht bei Mind bin. Chile-Urlaub? Chile. Patagonien. Südamerika in einer Woche. Anderes Ende der Welt. Wenn ich dann sonst so da bin, dann tanze ich. Hier im Büro? Auch. Auch? Hm.
Oh. Wenn man nicht alles selber macht, gell? Oh, das ist ein schöner Schluss.